Herzlich willkommen zu einem neuen Devlog. Ja, es hat sich ein bisschen was getan schon mal hier im Voraus. Und zwar, ja, einerseits den größten Unterschied, das hat man in dem letzten Stream gemacht, ist, ja, wir haben jetzt hier ein Fog of War, wenn man so will. Das heißt, die Karte ist nicht von Anfang an komplett erkundet, sondern man muss eben hier erstmal mit seinen Astronauten ein bisschen die Karte untersuchen, um dann tatsächlich auch mehr aufdecken zu können. Man kann entsprechend zum Beispiel auch nur dort bauen, ja, also ich kann es hier nicht irgendwo in der Pampa bauen, das geht tatsächlich nicht. Und genau, bisher, man sieht ja, es ist relativ simpel. Ich habe einfach ein Array, wo ich eben drin speichere, ob jetzt ein bestimmtes Teil sichtbar ist oder nicht. Und die Astronauten werden, je nachdem, wo die eben stehen, das Ganze dann aufdecken. Das Ganze passiert dann immer pro Tick und dann passt das Ganze. Genau, das ist eigentlich auch schon das größte Ding. Man kann auch zum Beispiel hier slash reveal aufrufen. Dann kann man hier zum Debuggen einfach mal den ganzen Planeten anschauen. Das ist natürlich sehr angenehm, um eben irgendwelche Debug-Sachen machen zu können, um dann nicht extra überall rumlaufen zu müssen. So. Und was auch geht, ist, ich habe das Problem, was wir im letzten Devlog gesehen haben, noch gefixt. Das heißt, man kann die jetzt hier schön reinschicken und die drücken sich jetzt tatsächlich nicht mehr in die einzelnen Dinge rein. Man sieht, die Anzeige ist manchmal noch ein bisschen off, aber ja, sie gehen eben nie ganz in das Ding rein, sondern drücken sich von dort immer ein bisschen weg. Genauso soll es auch sein. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und genau, soweit kann es eigentlich erstmal dann stehen bleiben. Ja, das klappt. Hier ist noch die unsichtbare Startrakete, nicht, dass ihr euch da wundert. Genau. Ja, das ist eigentlich so der aktuelle Stand. Ich habe jetzt vor allem Bugs gefixt, auch, also wie zum Beispiel hier, dass sie sich immer noch reindrücken konnten. Und ich werde jetzt auch direkt weitermachen. Eine Sache, die mich jetzt im Moment stört, ist beispielsweise, dass wir hier, wenn wir das ja bauen, hatten wir ja schon gesehen, hier ist der Belt ja noch höher. Wenn ich jetzt aber hier baue, der Belt ist schon tiefer, die Kurve ist aber wieder höher. Das möchte ich jetzt mal angehen und das Ganze hier ein bisschen korrigieren. Dafür muss ich ein bisschen die Grafiken anpassen und das werde ich jetzt erstmal machen.
So, ja, das ist der aktuelle Stand. Ich habe jetzt eigentlich so gut wie alle Belts entsprechend ein bisschen herabgesetzt, sodass das jetzt eigentlich alles wieder ziemlich gut aussieht. Es gibt noch hier und da ein paar kleine, also hier zum Beispiel ist irgendwie ein paar Pixel, die hier überlappen, wo ich nochmal reinschauen müsste. Man sieht auch jetzt mittlerweile, wenn die hier diesen Slope hochfahren, sieht das mit den Items ein bisschen komisch aus, weil das einmal kurz von diesem Belt hier verdeckt wird. Da muss ich also auch wieder in die Z-Sortierung reinschauen. Das ist jetzt ein Problem, was ich jetzt erst festgestellt habe. Das war mir vorher nicht bekannt. Vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen, keine Ahnung. Genau, aber so sieht das Ganze jetzt aus. Das passt eigentlich ganz gut. Ja. Die können natürlich immer noch fröhlich über die Bells drüber laufen. Das ist gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, was passiert eigentlich hier. Da kann er wahrscheinlich... Oder? Nee, Moment. Da kann er nicht durchlaufen. Ah, interessant. Ah, ich glaube, er kann auch gerade nicht über Kurven laufen, kann das sein? Schauen wir mal. Doch, kann er. Okay, interessant. Na gut, aber über Slopes kann er nicht drüber laufen. Das ist also schon so, wie es sein soll. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich kann mich nicht daran erinnern, das mal implementiert zu haben. Aber es scheint zu gehen. Das freut mich doch. Und genau. Das heißt, die Grafiken hier sehen jetzt eigentlich alle erstmal wieder halbwegs gut aus. Man sieht auch noch hier ein Problem, der Shroud hier sieht noch falsch aus. Das habe ich einfach nur die Datei auswählen falsch benannt. Das sollte, sobald ich es nochmal starte, schon funktionieren. Genau, und was ich glaube ich als nächstes machen möchte, ist nochmal ein bisschen was an der Grafik ändern. Und zwar haben wir hier die Astronauten. Und immer wenn man die losschickt, gehen die so nach oben. Ihr seht es ja auch. Das sieht ein bisschen aus, als würde der auf Zehenspitzen gehen. Da habe ich, glaube ich, auch einfach irgendwas in der Animationshöhe verkackt. Da schaue ich einfach mal rein. Ich denke mal, dass ich das recht leicht fixen kann. Das werde ich jetzt einfach mal machen. So, damit wäre das auch geschafft. Der Astronaut läuft jetzt nicht mehr auf Zehenspitzen, sondern ganz normal herum. Das ist doch wunderbar. Das sollte jetzt auch nochmal zum Beispiel besser aussehen, wenn er hier unter einem Belt rumläuft. Das sollte jetzt wieder nochmal etwas unproblematischer sein. Ja, das sieht ganz gut aus. Wir haben natürlich immer noch das Problem, dass das so leicht stockt. Da muss ich auch nochmal reinschauen. Da habe ich hier eine Vermutung, woran das liegen könnte. Ja, vielleicht teste ich das tatsächlich mal, ob ich das tatsächlich auf die Schnelle behoben bekomme. Ich meine, es ist jetzt nicht super krass, aber man sieht ihn doch immer so ein bisschen, ja, jedes Teil scheint da irgendwie kurz mal so zu stocken. Also werde ich da mal schauen, ob ich das vielleicht auch lösen kann. Genau.
Und da kann ich auch direkt die nächsten Fortschritte verzeichnen, und zwar die Bewegung. Wie ihr seht, ist jetzt sehr, sehr sauber und er geht auch nicht übers Ziel hinaus oder so. Das war nämlich anfangs das Problem, als ich das hier geändert hatte. Da ist er so ein bisschen immer übers Ziel raus und wurde dann zurückgesetzt, das hat man gesehen. Hier sieht es jetzt aber eigentlich ziemlich gut aus und er läuft smooth bis zum Ziel und bleibt da stehen. Ja, so soll es aussehen, so soll es sein. Das klappt also auch schon mal. Ja, das heißt, nicht mal mehr die Bewegung der Astronauten ist jetzt irgendwie stockend oder so. Dennoch wird die natürlich mit dem Server synchronisiert. Das funktioniert also alles. Das heißt, diese Smoothness, die man hier sieht, ist ähnlich wie beim Fließband tatsächlich komplett beim Client zusätzlich draufgerechnet. Der Server sieht davon nichts. Und dementsprechend sind Client und Server auch immer noch auf demselben Stand, weil die tatsächliche Position wird eben immer pro Tick berechnet und alles dazwischen ist eben nur vom Client interpoliert. Genau, man sieht, ja, wenn man hier die Route manchmal komisch umwechselt, macht er manchmal noch so einen ganz merkwürdigen, es passiert nicht immer, aber manchmal, vorhin hat man es zumindest einmal gesehen, ja, hier zum Beispiel, da dreht er sich so ein bisschen komisch. Ja. Ist erstmal Wurst, würde ich sagen. Ich habe eine Vermutung. Ich meine, er ist halt dann quasi ein bisschen zwischendrin, weil er gerade in Bewegung ist. Wenn er dann eine neue Route bekommt, kann sein, dass das erste Ziel halt dieses Teil hier ist. Und das ist dann etwas verwirrend für den Kollegen. Ja, ich meine, man könnte theoretisch sagen, dass man, wenn die Route länger ist, das erste Teil oder das erste Ziel entfernt. Das kann aber auch ein bisschen merkwürdig sein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier dann losgehe, wenn er zum Beispiel zu diesem Teil hingeht, ist er beim ersten Teil und dann nimmt er aber den raus und dann würde er so ganz schräg laufen. Das soll ja eigentlich nicht passieren. Nee, ich glaube, das lassen wir erstmal so. Der dreht sich halt da manchmal ein bisschen komisch rum. Ja, hier zum Beispiel wieder. Ist aber nicht so wild. Ich meine, das zeigt halt, ja, man gibt ihm den Befehl und er muss kurz überlegen, wohin er eigentlich gehen will. Das passiert euch sicherlich auch, wenn ihr irgendwo rumlauft, plötzlich merkt, ach, eigentlich will ich woanders hin. Dann dreht ihr euch erstmal wild im Kreis und überlegt, in welche Richtung soll ich jetzt eigentlich laufen? Ganz normal. Ja, also das werden wir erstmal so lassen. Und ja, muss ich mal schauen, was ich als nächstes angehen möchte. Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Das freut mich schon mal sehr. So, und damit sind wir auch bei der letzten Sache für diesen Devlog angekommen. Ich mache mal ganz kurz ein Reveal, so, damit wir die ganze Karte sehen. Und zwar können wir jetzt das Depot hier bauen. Das hat natürlich noch keine gescheite Grafik, aber bauen kann man es schon. Und wir können jetzt hier beispielsweise den guten alten Basalt-Drill bauen, mit dem Output hier hin. Wenn wir hier aufs Depot drücken, sehen wir, einerseits sind ja schon so 27 Basaltplatten, sind das, glaube ich, drin. Aber wir können hier auch einen Input erstellen. Könnt den hier platzieren und dann hier das Ganze mit dem Fließband verbinden. Und dann sehen wir, dass jetzt hier entsprechend in dieses Depot das Zeug reingefahren wird. Und wir können jetzt tatsächlich irgendwo anders auf der Karte, sagen wir mal hier, können wir jetzt ebenfalls hingehen und ein Depot bauen. Und hier können wir jetzt stattdessen auch ein Output platzieren. So, hingebaut. Und den können wir hier selektieren und hier unten können wir jetzt ein Item auswählen, was wir eben ausgeben wollen. In unserem Fall wollen wir jetzt einfach das Basaltpulver rausgeben und dann können wir das hier entsprechend weiterverarbeiten. Bauen wir also mal so ein Ding hin, so, mit einem Input hier und einem Output hier, so. Und dann kann man das natürlich auch verbinden und man kann sich jetzt schon denken, was passiert. Das heißt, das wird jetzt hier durchgefahren, kommt hier rein, der produziert jetzt fleißig. Hier können wir, wenn wir wollen, wieder einen Input bauen und können dann hier entsprechend das fertige Zeug wieder in das reinliefern und könnten das dann beispielsweise da hinten auch wieder ausgeben, indem wir hier wieder einen Output bauen und da natürlich dann die Basaltplatten selektieren. Und hier können wir dann entsprechend schön auf weite Distanz das Zeug rausliefern. Genau, das heißt, man kann jetzt hier mit den Depots Produktion quasi verbinden. Das Depot ist relativ groß mit 5x5 Teils. Das ist nämlich auch, also das ist meine Idee, dass man nicht überall Depots hinklatscht, dass die halt zumindest halbwegs groß sind und zumindest immer ein bisschen Platz verbrauchen. Genau, aber so kann man natürlich Produktion viel angenehmer aufbauen, wenn man irgendwo jetzt eine Ressource hat und die Weiterverarbeitung woanders hinbauen will, dann kann man da sehr einfach diese Depots nehmen und damit dann die Sachen verknüpfen. Ich glaube, das wird dann später das Bauen der Produktion auf jeden Fall deutlich vereinfachen
und deutlich schöner machen. Genau, das wäre es dann eigentlich auch für diesen Devlog. Ja, die Depots sind jetzt hier das letzte größere Sache, die ich jetzt noch einbauen wollte. Gibt natürlich hier auch noch viel zu tun. Einerseits so ein paar Usability-Features, andererseits braucht man natürlich hier auch immer noch eine gescheite Grafik. Ja, was man auch sieht, ist, wir haben immer noch leider so ein paar Probleme mit dem Rendering hier, mit der Order. Da muss ich leider noch mal reinschauen. Das hat doch noch nicht so ganz geklappt. Da habe ich auf jeden Fall noch mal mehr Probleme als davor. Das heißt, vielleicht habe ich auch irgendwo aus Versehen mal was auskommentiert oder so und das ist relativ einfach zu beheben. Das werde ich dann aber vielleicht für den nächsten Devlog oder so mal schauen, weil im Moment ist meine Freude, solche Bugs zu beheben, nicht mehr so groß, weil ich da schon echt viel Zeit mit verbracht habe in den letzten Wochen und Monaten. Aber gut, irgendwann muss natürlich gemacht werden. Man sieht zwar dann nicht viel, wenn es funktioniert, weil man es irgendwie für selbstverständlich hält, aber es steckt halt dann doch tatsächlich viel dahinter. Nun ja, gut, das soll es dann für diesen Devlog gewesen sein. Im nächsten Devlog werden wir wieder mit einer anderen Sache anfangen. Möchte ich hier aber noch nicht verraten, was das sein wird. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag und ciao.